Guten Tag, hallo, wir sprechen heute über... Ja, Lektion 2, ich stelle die Fragen und ich antworte. Ja, wir können anfangen. Was bedeutet Unterhaltung? Unterhaltung, wenn mir etwas dargeboten wird, im Kino, im Theater, dann habe ich Unterhaltung. Ich unterhalte mit ihm. Das ist auch eine Unterhaltung, ja. Unterhaltung, das ist die Unterhaltung, das Gespräch von Mensch zu Mensch. Mhm. Was bedeutet Darsteller? Darsteller, das ist die Person, die im Kino eine Rolle spielt oder im Theater eine Rolle spielt. Darsteller ist wie Schauspieler? Ja, oder Schauspieler, ja, sind Darsteller. Sie sind gleich. Ja. Mhm. Was bedeutet Wunsch-Serienheld? Das ist es gibt ja heute Serien im Streaming und im Fernsehen. Und der beliebteste Darsteller, der beliebteste Schauspieler, das ist der Serienheld. Mhm. Was ist Pech? Pech, das Gegenteil von Glück. Unglück. Da hat man halt Pech gehabt, eine Pechsträhne. Wenn mir ständig etwas auf die Erde fällt, habe ich Pech. Ja. Wenn ich nie gewinne, habe ich halt Pech. Mhm. Was bedeutet optimistisch? Wenn ich die Welt positiv sehe. Mhm. Und was ist Gegenteil? Wenn ich die Welt negativ sehe, dann ist das ein Pessimist. Pessimist, ja. Was bedeutet erfinden? Erfinden, wenn... Forscher oder Tüftler oder Physiker, die sehr viel arbeiten, die erfinden dann plötzlich ein Rad, das sich bewegt. Sie erfinden dann das Auto. Mhm. Was ist Serie? Das ist eine Folge, eine Abfolge, wenn ständig ein Stück ergänzt wird. Mhm. Wie im Netflix, das ja. Sind Serien. Was bedeutet wahnsinnig? Verrückt. Bist du wahnsinnig, kann man auch mal sagen. Wenn jemand das sagt, ich möchte unbedingt eines Tages mal zum Mond fliegen. Wenn jemand verrückt ist, sag so, oder? Das ist wahnsinnig. Kann man auch sagen, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Man kann auch zu seinem Kind sagen, wenn das zum Beispiel eine Tochter möchte die Welt umsegeln, alleine in einem Boot, dann sagt man spontan als Mutter, kann man sagen, du bist wahnsinnig, weil es gefährlich ist, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Oder es ist tatsächlich jemand wahnsinnig, weil das Gehirn nicht ganz funktioniert. Was bedeutet langweilig? Das ist etwas, wenn mich etwas überhaupt nicht interessiert und der Film endet nie oder es regnet und langweilig, wenn Kinder nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, kann man. Die Zeit vergeht nicht. Ja, kann man fragen, bist du langweilig? Ist dir langweilig? Ist dir langweilig? Kann man fragen, ja. Was bedeutet Hauptfiguren? Das sind die Darsteller, die Schauspieler, die am wichtigsten sind, die im Mittelpunkt stehen. Mhm. Was bedeutet Kreuzen? Kreuzen, wenn sich unsere Wege kreuzen, wenn sich Personen treffen. Es können sich unsere Wege treffen, überkreuzen. Kreuzen, hier geschrieben, wer sagt was? Kreuzen Sie an. Ach so. Ach so. Was ist ankreuzen? Ich denke schon poetisch. Ankreuzen, wenn ich mein Zeichen da mache, wo ich glaube, das sei die richtige Antwort. Mhm. Was bedeutet Lieblingsserie? Ja, das ist die Serie, bei der ich richtig froh bin, wenn sie jeden Tag kommt und ich sie mir ansehen kann. Ja. Was bedeutet fantastisch? Fantastisch, das ist großartig. Das ist unübertrefflich gut, schön.
Was bedeutet Flüchtlingsfamilie? Flüchtlingsfamilie, das ist eben die ganze Familie, Vater, Mutter, Kind, die jetzt zum Beispiel aus der Ukraine kommen oder wo es Tausende aus Syrien und aus anderen Ländern gibt. Das ist die ihr Land verlassen. Sie flüchten. Was bedeutet aufnehmen? Wenn ein anderes Land sagt, ja, ihr könnt gerne kommen, bleibt bei uns. Das nimmt das Land das auf. Aber hat mehrere Bedeutungen. Wir nehmen ein Video auf. Ach so, ja, das kann man natürlich auch. Wir nehmen ein Video auf. Ja. Was bedeutet Gegenstand? Gegenstand? Ein Gegenstand ist ein festes Objekt. Das ist ein Gegenstand. Mhm. Ja. Unabhängig von der Größe. Das kann klein oder groß sein. Brille. Ist ein Gegenstand, ja. Alle Sachen. Sind Gegenstände. Mhm. Gelingen. Wenn es etwas zum Ende kommt und es ist etwas fertiggestellt worden. Ja. Oder der Aufsatz ist jetzt, ist mir sehr gelungen. Ich bin zufrieden. Das ist zu Ende. Mhm. Und was bedeutet begleiten? Wenn wir eine Person nicht alleine gehen lassen, sondern wenn wir mit dieser Person mitgehen, dann begleiten wir. Ich begleite meine Kinder, ich begleite meinen Vater. Ja. Was bedeutet Einfühlungsvermögen? Ja, wenn man dieses Gefühl hat, dass man nach Möglichkeit nicht zu direkte Fragen stellt, wenn man die Situation versteht, ein bisschen empathisch ist. Was bedeutet gespült? Gespült. Ich habe die Tassen gespült. Mhm. In der Küche. Was bedeutet zahlreiche? Sehr viele. Mhm. Was bedeutet völlig? Ganz. Ganz. Ich widme mich ganz meiner Aufgabe. Bin völlig begeistert. Was bedeutet sich anhören? Wenn ich mir die Aufnahme wieder anhöre, dann ist es ein Anhören. Sich anhören. Ein einfaches Beispiel. Sich selber anhören, ist ja. Das richtig? Sich anhören. Das hört sich nicht so interessant an. Dann höre ich eine Geschichte und denke mir, das interessiert mich nicht. Dann höre ich diese Geschichte, ich höre an. Bedeutet, das ist gleich wie anhören. Ja, anhören. Wenn ich geduldig still etwas höre, was andere erzählen. Vermutung. Dann denke ich, es könnte so sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz aber es sicher. Könnte ich so vermute. Sein. Ich vermute, ja. Mediennutzungsdauer. Mediennutzungsdauer. Da wird die Statistik hergestellt, um zu sehen, wie lange die Menschen die Medien benutzen, also das Fernsehen und Internet. Mhm. Was ist Zeitung oder Zeitschrift? Zeitschrift, gibt es heute in Papier oder auch per Internet. Mhm. Das, was täglich erscheint, Zeitschrift und was wir lesen können, das ist auf jeden Fall gedruckt. Oh, und was ist der Unterschied zwischen Zeitschrift und Zeitung? Das ist das Gleiche. Mhm. Ja. Dankeschön, das war alles. Gern geschehen. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen, bis nächstes Mal. Ciao.